Hi meine Freunde und willkommen zurück zu einer weiteren Folge Space Engineers, genau. So, ich wurde ja in den Kommentaren gefragt, wie man sich im Cockpit umschaut. Ja, ist eigentlich ganz einfach. Du setzt dich rein, drückst die Alt-Taste, drehst die Maus nach links und nach rechts, nach oben, nach unten. Ja, ohne Probleme. Wenn du, weil du ja geschrieben hattest, dass du mit der Alt-Taste aussteigst, dann musst du definitiv mal deine Einstellungen überprüfen, denn ich steige mit der F-Taste aus. Definitiv. Also da musst du deine Einstellungen auf alle Fälle mal überprüfen. So, ja, das wollte ich nur kurz vorneweg sagen und ja, in dieser Folge werden wir mal weitersehen, dass wir hier irgendwie mal langsam ein bisschen vorankommen, denn ich mähe ja nun schon die letzten Folgen hier rum und es tut sich nicht wirklich was. Wieso ist denn das schon wieder auf Drehen? Hey, aus. So. Hier wird nur Ausschuss produziert hier, gell? So. Nee, wie gesagt, ich habe ja nun in der letzten Folge, wie ihr mitbekommen habt, oder auch nicht, wenn ihr es nicht mitbekommen habt, dann solltet ihr euch mal die letzte Folge auf alle Fälle anschauen. Ja, da habe ich ja nun die Gatling, die eine fertiggestellt. Die zweite baue ich jetzt auch noch. So, ich wollte das hier nur ein bisschen anpassen. Wir könnten ja rein theoretisch hier oben noch was draufsetzen. So als Eingang, als na, ich warte erstmal. Ich warte erstmal. So. Auf alle Fälle haben wir jetzt die Gatling. Wir haben auch schon ein bisschen Strom. Apropos Strom. Ich muss los. Ich, nee, wartet mal. Uran brauche ich ja eigentlich nicht. Uran müsste ich doch eigentlich noch jede Menge da haben, oder? Wo ist es Uran? Doch, hier ist es. Tatsache. Da, wir haben noch Uran. Dann produzieren wir jetzt Uran. Ich werde mir mal auf alle Fälle das Schiffchen hier nehmen. So, werde es mal entriegeln und runterfallen lassen. Ja, ist klar, weil ich die Dämpfer ausgemacht habe. So, ist jetzt nichts kaputt gegangen dabei. So, und zwar bauen wir ganz einfach erstmal hier weiter. Ich werde auf alle Fälle erstmal... Ist das Ding überhaupt leer? Ja. Ich werde auf alle Fälle erstmal irgendwie in die Tiefe gehen. Ah, das geht schon wieder nicht. Nochmal aussteigen, nochmal einsteigen. Doch, jetzt geht er. So. Nein! Muss ich die wieder einsammeln hier? So. Uff. Machen wir das alles mal gleich ein bisschen größer. Okay. So. Ich glaube, die lagen aber trotzdem eine. Da kommt einer. Hab dann... Nee, nee, er hat nicht eingeschlagen. Die Gatling hat ihn kaputt gemacht. Sehr schön. So. Da wollen wir auch gleich mal die Steine ausleeren gehen. Das geht hier zum Glück jetzt relativ schnell. So. Wow. Und wupp, 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 wupp. Alter. Scheiße. Ja, wir bauen da ganz schön viel ab. Das ist doch ganz schön extrem. Aber, ja, ich habe jetzt erstmal ein riesenschönes, großes Loch da unten reingemacht. Ich hoffe mal, dass... Ich will mal schnell hingucken. Ich will mal schnell hingucken. In der Zwischenzeit kann das Schiff ja hier die Steine raushauen. Und zwar, ja, okay. Soll ja jetzt hier unten drunter...
unsere Raffinerie. So, das ist natürlich der Nachteil, das macht der Bohrer nicht so richtig weg hier. So, gell. So, ich müsste aber ein bisschen hier runter gehen. Und zwar, dass ich mit an die Leitung dran komme. Da holen wir jetzt gleich das Bohrschiff. Das müsste ja nun mittlerweile fertig sein. Das geht ja relativ schnell mit unseren ganzen Auswürfen, die wir da dran haben. Ja, das passt ja. Deswegen habe ich die ja eigentlich auch dran gebaut. So, einmal rumdrehen. Ein kleines Mini-Bohrschiff. Oh, ich darf nicht so schnell. So, mal sehen. Ich, super. Noch ein bisschen vor. So. Gell. Guck ich mal und ich mach mal einmal Wupp. Genau, das müsste schon passen. Nochmal Wupp. Ja, so, da haben wir nämlich hier unten dann schon den Kanal, wo Wasserleitung drinnen lang geht. Ey, ach, das klatscht da schon wieder alles raus hier. So. Uff. Gehen wir noch ein bisschen weiter hier rein. Ja, also das Bohrschiff ist dafür schon richtig gut geeignet. So, die da unten muss ich aber auf alle Fälle einsammeln. So. Gut, wenn wir jetzt ein bisschen mehr rausholen hier, das ist auch nicht weiter schlimm. So. Gell, das ist auch nicht weiter schlimm. So, müssen wir sowieso mal schauen. So, passt das doch. Okay, gut. Dann hauen wir dich mal wieder raus. Und du kannst deine Steine, die drin sind, erstmal leer werden lassen. Oh, denn ich muss dann definitiv demnächst wieder. Hat es einen ganz schönen Schwung gegeben. Okay. Ah, ich habe die Dämpfer noch nicht an. Ah, ne, ich bin ja auch ein Brot. Alter. Ich bin ja auch ein Brot. Naja, ist klar. Ist vollkommen klar. Naja. Das ist nicht. Naja, warum auch nicht? Muss man halt auch mal ausprobiert haben, gell? Okay. Nichts weiter da. Sehr schön. Gut. Das muss auf alle Fälle hier rein. Und ja, das kann eigentlich hier in Dings in die Montage. So, dann das brauchen wir alles nicht. Aber hier ist noch was. Hier fehlt noch was. Hier fehlt noch was. Wo ist der hin? Mein Bohrer fehlt. Wo ist mein Bohrer? Okay, der scheint weg zu sein. Das heißt, ich muss einen neuen Bohrer bauen. Okay. Ja, ist weg. Bin nicht mehr. Okay. Ich hoffe, wir haben noch genug Platin. Aber ich habe ja jede Menge Platin eigentlich geholt, gell? Halt.
Ich brauche Bohrer, und zwar den hier. So. Übrigens müsste ich auch... Das mache ich jetzt gleich mal. Das mache ich jetzt gleich mal. Und zwar Magnesium holen. Ich hole jetzt erstmal eine ganze Ladung Magnesium. Dass ich die Waffe... die Waffen voll machen kann. Das mache ich jetzt auf alle Fälle. Ich muss nochmal kurz gucken, wo wir Magnesium überhaupt hatten. Hatte ich einen GPS-Punkt von... Ich habe noch gar keine GPS-Punkte gesetzt. Ja, das ist eigentlich gerade sehr gut. So, wie viel haben wir denn überhaupt noch an Uran drin? Ja, das passt, das reicht. Ich produziere jetzt gerade Uran. So, ich gehe mal hier Rinder gucken. Aber da war, glaube ich, kein Magnesium gewesen. Nee, Magnesium, Moment. Moment. Magnesium war doch hier hinten gewesen. Ah, die kleinen Triebwerke, die sind für das Schiff doch schon zu klein. So, ich hatte doch hier hinten irgendwo Silikon gehabt, oder? Das habe ich natürlich auch nicht markiert, gell? Guck mal kurz hier, was wir hier haben. Ich muss mir das, glaube ich, mal ein bisschen besser markieren wieder. Nickel, Iron, Kobalt. Ne, hier war es auf alle Fälle nicht. Muss mir das definitiv wieder ein bisschen besser markieren. Da hinten. Da bin ich gewesen, glaube ich. Was mache ich denn wieder für ein Gefliege hier? Das. So. Da sind wir doch auch schon. Und ich glaube, hier war Magnesium gewesen. Aber hier habe ich ja gar nicht gebohrt. Okay. Aber hier ist Magnesium und Silikon. Okay. Hier habe ich nicht gebohrt, aber... Ja, ja. So, da begeben wir uns auf jeden Fall erstmal zum Magnesium. Oh, jetzt mache ich ja noch das Nickel kaputt. Und hier ist Magnesium schon. Nö, war nicht voll. Sehr gut. So, das Ding, das ist natürlich, wie gesagt, gell, das haut natürlich voll rein hier, gell. Das haut natürlich voll rein, die Bude, gell. So, jetzt sammeln wir natürlich die ganzen Steine wieder ein. Das ist klar. Ich muss nur aufpassen, dass ich den Frachtcontainer nicht so voll werden lasse. So. Ja, nicht das, was bei Flöten geht. So, okay, wie viel haben wir jetzt? Okay, das reicht definitiv. Das ist schon wieder... Oh. Das ist schon wieder fast zu viel. Ja, bevor ich weiterfliege, mache ich aber vorher hier einen Punkt, und zwar Düb. Bitte. So, und zwar war das MGN für Magnesium. Nickel.
Und Silikon Mond 001. Oh, scheißegal. Das passt, das reicht. Ja, nur, dass ich weiß, was da ist. Der Rest ist Bockwurscht. So, jetzt muss ich erst mal gucken, wo unser Krater hier war. Er war hier hinten, genau, da ist er doch schon. So, denn ich muss nämlich Munition herstellen. Mich wundert das sowieso, dass die Waffe immer noch schießt. Ihr habt ja in der letzten Folge, ich glaube ja, das war die letzte Folge, gesehen, dass ich eigentlich nicht viel an Munition hergestellt habe, gell? So. Okay, es ist doch ganz schön voll. Wobei, wir haben 231.000 Dings drin und nur 23.563 Kilo das Schiff. Okay, das ist jetzt nicht viel. Scheinbar ist das Magnesium nicht so schwer. So, da haben wir uns mal Tonnen an Magnesium jetzt geholt. Das passt auf alle Fälle erstmal. Oh. So, das brauche ich erstmal. Halt euch. So, dahin, dorthin. Rüber und da sind wir schon dran. Seht da, passt doch einwandfrei. So, ankoppeln, Dämpfer aus und raus aus dem Schiff. Ja, so. So, jetzt müsste ich natürlich das Uran. Okay, hier ist glaube ich ein Auswurf kaputt. So. Genau, jetzt produzieren wir erstmal Munition. Ja, Munition für die Gatling. Oh, nie gemacht. Also entweder das war wieder ein Asteroid innen drinne. Oder ich weiß es nicht. Oder ich war es mit dem Bohrschiff gewesen. Kann auch sein, ich weiß es nicht. Weiß es nicht. Ich glaube, jemand hatte nochmal geschrieben, dass er das Problem immer noch hat. Ich vermute, dass ich das Problem auch immer noch habe. Ich glaube noch nicht, dass das vorbei ist. So, jetzt müssen wir erstmal sehen. Gell? Jetzt müssen wir erstmal sehen. So, hier ist jetzt der Kanal drin, gell? Da würde ich sagen, mach mal jetzt hier vom Tor aus. Die Blöcke hier so hin, gell? Das muss ich noch ein bisschen rausbohren hier. So, 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 so. Ja. So. Passt das, gell? Ja, das war ich selber. Also das war kein Asteroid oder Meteorit. So, okay. Ich würde sagen, die Kante von der, von dem Förderband hier machen wir zum Abschluss. Also machen wir als Abschluss hier für. Bin wieder. Okay, die Musik ist ein bisschen komisch. So, genau. Okay, gut. Das hat sich jetzt aber eher so angehört, als ob die Gatling keine Munition mehr hat. Das könnte gut passieren. So, ich muss mal sehen, dass ich das hier ein bisschen alles wegkriege, weil sonst guckt das ja alles raus. Na gut, das nicht mehr hier. Das auch nicht. Gut, so, jetzt brauche ich Höhe. 1, 2, 3, 4.
Ja, so, machen wir das. Genau. Hätte ich mal so gesagt. So, bup, bup, bup. Bup. Okay. Ja, hier können wir jetzt ruhig hier unten drunter gehen. So, hier müssen wir noch definitiv rausnehmen. So, vielleicht baue ich ja auch wieder, wie ich das bei den anderen bei meinem anderen Let's Play gemacht habe, bei der Staffel 3, die ich ja dann leider beenden musste, weil ich einen Rechner neu machen musste, weil der nicht mehr gestartet hat. Und da passt man eigentlich schon auf, gell? Und versucht die Rechner nicht so voll zu müllen, gell? Dass da nicht so viel passiert, gell? Aber, ja, es passiert halt trotzdem, gell? So, ich glaube, ich müsste dann auch mal ein Weißschiff zulegen, früher oder später. So. Das habe ich ja gesagt, lass mal hier so. Das wird jetzt hier der Fußboden. Gell? So, wupp, 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 wupp. So, jetzt muss ich mal sehen, wie weit ich hier hinter gehe, das weiß ich noch nicht. Hier auf alle Fälle erstmal so weit rinter. Das ist hier vom Reaktor oben aus. So, gell? Machen wir es mal so. Das wird erstmal der Raum hier, gell? So. Gell? Bup, 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 bup. So, das kriegen wir auch noch fertig. Ja, hier komme ich auch noch überall hin. Sehr gut. So, ich habe jetzt natürlich noch nicht nach meinem Sauerstoff geguckt, gell? Ja, füllen wir gleich mal auf. Wir brauchen sowieso Stahlplatten. Hallo? Hallo? Bisschen zugebaut. So, das passt aber schon. So, jetzt will ich erstmal schauen. Das hier rein. Jetzt brauche ich auf alle Fälle erstmal Stahlplatten. Und natürlich erstmal die Munition. Okay. Und ich hätte gesagt, den anderen Mist lassen wir erstmal drinnen. Also hier, weil brauche ich jetzt erstmal nicht. Ich brauche jetzt erstmal Stahlplatten, gell? So, Stahlplatten, gell? Und jetzt müsste ich nochmal hier dran. Und die Flaschen auffüllen, die leer sind. So, eins, zwei. Hier, gell? Genau, zwei, zwei. So. Gut. Jetzt würde ich sagen, muss ich erstmal schauen, dass wir hier unten auf alle Fälle erstmal eine Produktionsanlage reinkriegen. Also ich will auf alle Fälle jetzt erstmal zwei Raffinerien hier unten rein haben. Ich habe jetzt natürlich noch keine Ahnung, wie ich die hinbaue. So, denn hier habe ich ja gesagt, kommt die Wand hin. So, hier, das wird dann schon mal zugemacht. So, so, so. Und als Verstärkung zumachen wir natürlich hier Blöcke hier in die Wand rein. So. Ja. Nicht, dass hier irgendwie mal sich mal was selbstständig macht oder sowas. So, hier das gleiche auch nochmal. Sollte normalerweise eigentlich nichts passieren, aber wenn ich solche Hohlräume reinsetze, habe ich lieber, wenn teilweise die Station mit der Wand noch irgendwie verbunden ist, ein bisschen. So. Dann können wir hier schön alles zumachen. Dann wieder. Ach, apropos, ich habe die Munition vergessen reinzutun, gell? Oh, was ist noch drin? Vier Stück, okay. Hätte ich jetzt gedacht, das hätten wir verbraucht. Ja gut, in so einer Kiste sind ja etliche Schuss drin, gell? Davon abgesehen. Ist ja nicht so, dass das nur ein Schuss ist, so eine Kiste, gell?
So. Ja. Passt perfekt. Perfectolissimo. Ja, ich weiß, Italienisch kann ich nicht. Soll ich lieber lassen? So. Okay, weiter geht's. Jetzt brauche ich erstmal hier einen Fußboden, gell? Und ja, den Block, der war natürlich Müll, der auch. So, okay. Die flexen wir gleich mal weg. So. Hau ich mal. Dass ich jetzt erstmal einen Fußboden herbekomme. So. Genau. Denn ich will ja dann auf alle Fälle auch irgendwie mal wieder eine Landeplattform bauen, eine größere. Und ja, da soll ja dann ein Schiff rein. Ein großes. Drauf, nicht rein, drauf. Womit wir dann endlich mal hier so ein bisschen Ach, Entschuldigung, ich musste gerade mal niesen. Deswegen musste ich jetzt mal muten. So, jedenfalls, wo wir dann hier den Weltraum erforschen. Ja. Da würde ich mich schon riesig drauf freuen. Auf alle Fälle mal zum Alien-Planeten fliegen. Dort vielleicht eine kleine Basis bauen. Und mal diesen, das und jenes, gell? Also da ist ja noch Potenzial nach oben, gell? Da ist ja noch richtig Potenzial nach oben. So. Einmal bitte hier schön zuschweißen. So. Genau. So, ach so, ich hatte es ja in der letzten Folge, wie gesagt, wegen dem Sound auch nochmal hier. Und der Sound wurde definitiv früher mal abgespielt mit der Spieleinstellung. Und vor allen Dingen, weil das so hochgestellt ist, sollte eigentlich der Sound trotzdem abgespielt werden. Denn es ist ja Standardspieleinstellung. Es ist ja nur das Inventar, was ich nicht standardmäßig gemacht habe. Deswegen ist das schon ein bisschen komisch. Vielleicht kriegen das die Entwickler ja doch mal hin. Wäre natürlich richtig super. Natürlich richtig. Boah, schon wieder alles verbraten. Wollt ihr mich verkackeiern? Tatsache. Wieder alles verbraten. Gut, dann, ihr seht ja, wie schnell jetzt ich hier die Stahlplatten verbrauche, gell? Die Stahlplatten sind ja schon wieder alle. Und klar, ich meine, groß ist das ja noch nicht, was ich hier gebaut habe eigentlich, wenn man so sieht, oder? Könnt ihr mir mal in die Kommentare schreiben, ob ihr das groß findet oder nicht. Ach doch, ich habe schon wieder alle Stahlplatten verbraten. Alle. So, da können wir gleich mal die Munition mitnehmen. Und die gleich mal auffüllen hier. Ja, es wird Zeit, dass ich hier ein anderes System habe. So. Also wie gesagt, ich brauche jetzt auf alle Fälle erstmal die Grundfläche. Die brauche ich jetzt definitiv. So, wie gesagt, ihr könnt mir mal in die Kommentare schreiben, ob ihr das hier schon groß findet. Aber ich finde das eigentlich noch nicht wirklich groß, gell. Das ist also... ich weiß nicht. So... ich habe keine Ahnung. So, jetzt muss ich erstmal gucken, wo denn hier der Reaktor drunter sitzt, gell? Der sitzt hier, also müsste rein theoretisch hier. So, ne? Ja, genau, da haben wir es auch schon. Sehr gut. Sehr gut, da können wir nämlich hier die Ost-Raffinerie hinbauen. So, gucken wir mal. Raffinerie, ja, haben wir hier. Und dafür brauchen wir noch die Effektivitätsmodule. So. Das muss ich erstmal gucken. Ja. So.
Wenn ich die so hierher setze, ja, ich muss erst mal schauen. So, nee, die müsste ich, wenn dann schon so hinsetzen. Aber so, ja. Obwohl, nee, Moment mal, das machen wir anders, das machen wir anders. Und zwar hätte ich die so gesetzt. Ja, so hier. Ja, und die andere hier so hin. Einmal nicht so gedreht, sondern so gedreht. Und, ja, ja, gell? So. Gell, da können wir nämlich die Effektivitätsmodule hier hinten so dran setzen, gell? So. Eins, zwei, drei, vier. So. Bei hier. Okay. So. Okay, dann hätten wir auf alle Fälle schon mal die Raffinerien. Die muss ich jetzt noch anfangen mit bauen. Dafür brauchen wir auf alle Fälle erstmal wieder Tonnen an Stahlplatten. Ja, damit werden wir noch nicht hinkommen. So, jetzt können wir auf alle Fälle hier mal noch ein bisschen hier davon. Das können wir noch, das können wir noch. Das können wir noch. Ich weiß nicht genau, wie viel ich brauche. Deswegen mache ich erstmal alles rein. So. Okay, die erste haben wir schon. Die zweite ist auch schon fast fertig. Hier fehlt zum Beispiel mit Gerüst, Stahlplatte auf alle Fälle auch wieder. So, ich werde auf alle Fälle mal hier da lassen, was ich jetzt hier schon da lassen kann. So, das heißt, ich brauche auf alle Fälle wieder Stahlplatten und Metallgerüst. Metallgerüst hat man doch, glaube ich, auch noch. Ja, hat man hier. So. Ja. Stahlplatten. Die werden auf alle Fälle zu langsam hergestellt. So. Hier fehlen auch wieder Stahlplatten und noch mehr Metallgerüst, okay. Da hätte ich jetzt eigentlich gedacht, dass das reicht. Wow, hat nicht gereicht. So. So. Dann zünden wir gleich mal die hinterher. Und jetzt hoffe ich mal, dass wir hier fertig werden damit. Dann könnte ich nämlich hier oben einen Anschluss hinbauen. So, jetzt fehlen natürlich noch Herstellungskomponenten. Ne, dann könnte ich mich hier oben Anschluss herbauen und brauche mit und könnte das Schiff jetzt anfangen zu zerlegen. Da braucht man nämlich das nicht mehr hier, sondern dann können wir alles hier drinnen machen und da ist das doch etwas geschützter. So, aber ich würde sagen, dann bauen wir in der nächsten Folge weiter. Jetzt haben wir erstmal die Raffinerien fertig, gell? In der nächsten Folge werde ich definitiv die Montageanlagen fertig machen, dass das hier ja, vorwärts geht. Alles klar, Leute. Ich danke euch erstmal fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat und ihr seid neu auf dem Kanal, würde ich mich natürlich über ein Abo freuen. Ansonsten würde ich mich natürlich noch mehr freuen, wenn wir uns in der nächsten Folge wiedersehen würden. Alles klar, Leute. Dann habt einen schönen Tag. Bis zur nächsten Folge. Macht's gut. Tschüss.